Hallo meine lieben Freunde und seid herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Monster. Ja, mittlerweile hier Folge 2 am Start und wie gesagt, ich habe ein bisschen gemeint. So ungefähr ja, eine Stunde. Der erste Mensch war jetzt hier auch schon auf dem Server, also kann ich euch gleich mal zeigen, was der so gemacht hat. Auf jeden Fall nicht viel mehr als ich. Und ja, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz hier. Schon eine relativ gute Ausbeute. 8 Diamanten auf jeden Fall. 19 Gold, bisschen Redstone, ein bisschen Lapis. Relativ viel Eisen. Bisschen Tin, bisschen Copper. Und ja, sogar ein Smaragd auch gefunden. Und hier Essence Dust. Damit werden wir noch richtig viel anfangen. Das werde ich euch dann aber auch zeigen. Und ja, sonst eigentlich nur schon ein bisschen vorbereitet für das, was wir jetzt machen wollen. Und dafür craften wir jetzt auch direkt erstmal den Culinary Generator. Dafür brauchen wir einen Ofen. Und einen Survivalist-Generator, wofür man auch einen Ofen braucht. Das heißt, wir craften uns jetzt erstmal zwei Öfen. Beziehungsweise ich denke mal, da wir eh noch viel, viel mehr brauchen werden, erstmal direkt 8. Und dann brauchen wir Cobble, Redstone und Eisen. Also Eisen und Redstone und Cobble. Und dann können wir direkt gleich hier richtig Gas geben. So, Eisen und... Dann haben wir den Survivalist Generator und dann klicken wir mal so und dann sind wir eigentlich auch schon damit fertig. So, Culinary Generator ist am Start und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe hier nämlich schon alles ausgemessen. Ihr werdet gleich sehen, was es hier dann gibt. Dafür stellen wir den jetzt dahin. So, perfekt. Da können wir jetzt erstmal... Den lassen wir jetzt erstmal ganz kurz zerstehen und schmeißen hier so ein paar Blueberries rein, weil das müsste eigentlich gehen. Wenn es nicht geht, habe ich abgefällt, aber nein, natürlich geht es. Und jetzt füllt er sich hier langsam mit Energie. Das ist auch sehr gut so. Jetzt craften wir einen Pulverizer. Wer den nicht kennt, ja, damit kann man halt quasi seine Erze verdoppeln. Aber das werdet ihr auch gleich sehen. Das ist halt so quasi wirklich das, was wir gerade machen, so das, was man in Feed the Beast am schlausten am Anfang macht. Also so How to get started in Feed the Beast Gedöns. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen craften wir den jetzt schon mal. Ich habe das auch schon vorbereitet hier mit zwei Copper Gears Pisten, Machine Frame, Flint und einer Redstone Reception Coil. Und deswegen dürften wir den jetzt einfach ganz locker hier runter craften können. Ja, das sieht sehr gut aus. So, zack. Haben wir den Pulverizer. Den schließen wir jetzt erstmal hier links dran und dann müsste der auch schon Energie bekommen. Genau, er füllt sich langsam. Das läuft auch perfekt. So, ja, dann schnappen wir uns einmal hier die Hopper, die ich schon gekraftet habe. Und dann machen wir einen Hopper oben drauf. Und da setzen wir eine Kiste drauf. So. Und dann setzen wir eine Kiste dahin und der Hopper kommt dahin. So, jetzt geht es daran, den Pulverizer zu konfigurieren. Ihr seht hier, mit Shift und einfach draufklicken kann man die Konfiguration komplett löschen. Und das ist halt vorne und deswegen wird er jetzt so konfiguriert, dass er oben den Input hat. Also so. Dann hat er jetzt hier blau, oben der Input. Und alles, was er macht, soll er nach unten ausgeben. Sprich, einmal so. Genau, und jetzt gibt er alles. Jetzt seht ihr hier oben, das ist blau und unten, das wäre jetzt halt orange und das, er gibt dann halt alles aus in diese Kiste, wenn er es halt, ja, durchgemahlen hat. Und in die Kiste kommen jetzt erstmal unsere ganzen Erze, die halt, ja, pulverisiert werden müssen, aber angefangen mit ein bisschen Ferrus, mal so zwei Stück und mal so vier Eisen. Das hat jetzt erstmal oberste Priorität, ihr werdet auch gleich sehen, warum. Guck, jetzt wird das hier automatisch reingesogen, in den Pulverizer gemacht. Und dann kommt jetzt hier auch gleich, genau, aus jeweils einem immer zwei Pulverized Iron und so weiter und so fort raus. So, hier haben wir schon Raw Plastic. Das können wir eigentlich jetzt auch schon direkt anwenden, beziehungsweise wir müssen erstmal kurz noch ein Gold dann durch diesen Pulverizer lassen. Und dann können wir jetzt eigentlich hier schon mal weiter vorbereiten, denn wir brauchen sogenannte Plastik-Sheets. Macht man einfach aus Raw Plastik. Könnt ihr natürlich alle Rezepte immer schön hier rechts in diesem, in Too Many, ich glaube, nee, das ist Not Enough Items. Könnt ihr das immer nachgucken? Es ist ziemlich, ziemlich chillig und, ah, jetzt habe ich. Ich habe diese zwei dämlichen Iron Blends in den. Ah, in den Ofen gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, war ein bisschen Brain AFK. Naja, gut. Wir nehmen mal ganz kurz die ganzen Blueberries hier ab, damit wir gleich unseren Culinary Generator ordentlich befeuern können.
weil so viel bringen diese dämlichen Blueberries nicht, also an Energie. Aber okay, na gut, sie halten einen Augenblick. So, das Gold, das heißt, das ist schon fertig. Deswegen können wir hier jetzt ordentlich Power machen. So, jetzt stellen wir aus Pulverized Iron und Ferrous sogenanntes Invar her. Und das können wir jetzt wiederum braten. Und daraus können wir gleich eine Invar-Axt machen. Oder ich weiß gerade gar nicht genau, wie das Ding jetzt heißt. Aber naja, sowas kann man daraus machen. Weil die brauchen wir für den sogenannten Harvester. Der Harvester, der kann eigentlich alles abernten, was man so abernten kann. Im Sinne von Holz. Also er kann Bäume abernten. Er kann, ja, er kann ein Weizenfeld abernten und jegliche andere solche Sachen. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Okay, wir lassen ihn jetzt erstmal gerade voll laufen. Die zwei Gold müssen natürlich auch noch gebraten werden. Die machen wir jetzt mal hier unten rein. Und ja, genau. Dann kümmern wir uns um den Harvester. Dafür brauchen wir erstmal zwei Scheren. Die sind an sich schnell gekraftet. Wir brauchen auf jeden Fall noch das. Und so, zwei Scheren. Dann, lol. Dann brauchen wir. Oh, wir brauchen sogar noch ein bisschen mehr Gold, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir müssen nochmal ein Gold durch diese ganze Anlage durchjagen. Allerdings, das geht ja auch relativ schnell. So, zwei Gold. Dann brauchen wir Redstone. Und dann machen wir aus einem Gold wieder hier so eine Redstone-Rezeptionscoil und aus dem anderen Gold machen wir diesen Maschinenframe. Von diesem Maschinenframe werden wir auch noch richtig viele brauchen, weil das ist eigentlich so die komplette Grundlage von Thermal Expansion und Mine Factory Reloaded. Also zwei richtig tollen Mods, die es hier gibt. Und ja, deswegen, das wird auf jeden Fall noch ziemlich wichtig sein. Jetzt erstmal wieder hier das bisschen Gold nehmen und einmal durchmalen. Und hoffentlich klappt das jetzt alles. So, als nächstes brauchen wir. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Wir haben jetzt hier. Hä? Ach seht, das Gold habe ich ja schon in den Ofen getan. Als nächstes brauchen wir. Das Invar müsste fertig sein, genau. Brauchen wir zwei Sticks. Dafür stellen wir uns mal gerade Sticks her. Und dann läuft das. Denn dann können wir jetzt als nächstes den Harvester sogar gleich schon anschließen. Genau, das Gold ist fertig. Da können wir gerade nochmal das Ferrous reinmachen. Genau, ich glaube, wir haben alles. Deswegen craften wir den jetzt mal gerade. Ich hoffe, ich kriege das Crafting-Rezept aus dem Kopf gerade hin. So, so. Oh, nee, das war falsch. So. Dann der Maschinenframe, die Redstone Reception Coil und so, perfekt. Genau, jetzt haben wir den Harvester. Der wird jetzt hier so platziert und jetzt müsste der Energie bekommen. Ja, langsam, aber er bekommt Energie. Und ihr seht schon hier, idle 5 Ticks. Der ist am Warmlaufen. So, jetzt brauchen wir 4 Aqueous Accumulator. Werdet ihr auch gleich sehen, wofür. Aqueous Accumulator, da sind sie. Genau. Okay. Die sind natürlich an dieser Stelle auch schon ein bisschen teurer. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Tin. Und ich denke mal auch nicht, dass wir das so in dieser Folge fertig kriegen schon. Aber naja gut, ich denke mal, den Rest werde ich dann auf jeden Fall offline fertig machen. Ist jetzt im Grunde nicht mehr viel, was zu machen ist. Im Grunde werden jetzt hier noch 4 Aqueous Accumulator, wo diese 4 Erdblöcke sind, hingeschmissen. Und wir brauchen erstmal gerade eine Kiste, damit der ganze Kram, der hier hinten rausfliegt, auch eingesammelt wird. Falls denn mal hier hinten was rausfliegt. Und ich hoffe, das müsste. Ja, nee, das müsste eigentlich schon so gehen. Ja, dieser Generator hier, der ist ordentlich am Powern, damit der alles mit Strom versorgt bekommt. Weil, ja, der Culinary Generator ist nicht so stark, aber er erfüllt in dem Fall seinen Zweck. Und das ist die Hauptsache. So, wie gesagt, hier kommen jetzt einfach nur vier. Ja, 4 Aqueous Accumulator hin und auf die kommen dann 4 Sprenkler, sodass ja, das komplette Feld, was hier entsteht, ja, hier entsteht ein Feld, mit Hilfe der Sprenkelanlage, ja, besprenkelt wird, sag ich mal. Aber es fehlt jetzt noch eine Sache, die können wir jetzt nochmal schnell craften. Im Grunde brauchen wir dafür allerdings noch ein Gold. Und ich dachte, ich hätte noch ein Gold übrig, aber ich habe kein Gold mehr übrig. Also, Pulverizer, walte deines Amtes. Das Tin können wir direkt auch wieder jetzt hier in den Ofen machen.
Und jetzt gehen wir erstmal ganz kurz schlafen, ja, damit schnell wieder morgen ist und wir schnell weitermachen können. Genau, denn wir brauchen noch ein sogenanntes Upgrade. Das craftet man so. Das benötigen wir jetzt noch. Und ihr fragt euch jetzt natürlich, wo habe ich Netherquarz her? Ich habe nämlich zufällig 3 Stück. Denn, wie gesagt, wir waren hier schon zu mehreren Leuten auf dem Server. Und der eine hat Netherquarz gefunden. Hier in der normalen Welt. Und da habe ich mir so gedacht, ja, fragst du mal, hast du zufällig 3 Netherquarz? Und ja, er hatte 3 Netherquarz für uns. Ist natürlich jetzt ziemlich praktisch an dieser Stelle. Und ja, deswegen habe ich mal mir 3 Netherquarz von ihm geliehen. Ist auf jeden Fall ziemlich korrekt. Und jetzt brauchen wir ganz schnell hier das Gold, damit wir weitermachen können mit unserem Plan. Und ja, komm schon, jetzt Gold hier. Dankeschön. Genau, jetzt wird das Gold hier zu Nuggets gemacht und der Nugget kommt dann dahin und da drum kommt Redstone und oben hin kommt Netherquarz und da kommt das da und dann haben wir ein Quarz-Upgrade. Das erweitert den Radius dieses Harvesters, wenn wir es jetzt hier reinmachen, um 8. Sprich, normalerweise hat das so ein 3x3-Radius, also im Grunde nur diese Fläche. Aber jetzt, ja, wird hier das bisschen. Und ah, da seht ihr es schon live, der Harvester, wie er jetzt gerade hier den Baum aberntet. Denn wie gesagt, der Radius reicht jetzt bis hier hinten hin. Und da gibt er jetzt schon ordentlich Gas. Allerdings hat er jetzt nicht mehr so viel Strom, wie ihr seht. Nämlich gar nichts mehr. Und deswegen gibt er kein Gas mehr. Aber naja, gut. In der Theorie gibt er halt Gas. Und ja, im Grunde, wie gesagt, jetzt kommen hier nur noch die Sprenkelanlagen hin. Und in der nächsten Folge seht ihr schon, wie das Ganze dann aussieht. Und ja, ich kann euch die nochmal ganz kurz zeigen, welche ich hier meine. Und zwar die Sprinkler. Genau, hier sind sie. Diese Dinger von Open Blocks. Ganz einfach zu craften. Iron Ingots und so weiter. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht zeigen. Wie gesagt, die Dinger kommen dann hier hin. Und in der nächsten Folge werdet ihr schon dieses Feld dann in Action sehen. Das ist auf jeden Fall schon jetzt dieser Teil an Technik, den wir heute geschafft haben. Und ja, ich werde das dann offscreen fertig machen. Und ich. Auf jeden Fall, ein Kumpel hat sich da oben auf so einem Baum eingenistet. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. War ich jetzt auch schon mal, möchte ich jetzt allerdings nicht hinrennen, weil das ist ziemlich lästig, auf diesen doofen Baum zu kommen. Und ja, wie gesagt, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn euch dieses ein bisschen Technik, bisschen Action hier, wie gesagt, Action kommt hier auch noch auf euch zu, denn ja, es gibt hier noch diverse Welten, diverse Dimensionen, die ziemlich viel Action verbergen und. Ja, wenn ihr Bock auf das Ganze habt, lasst mal eine positive Bewertung da. Und wenn ihr das natürlich mehr sehen wollt, gibt es so einen tollen Abonnier-Button, auf den könnt ihr klicken und dann verpasst ihr im Grunde keins mehr meiner Videos. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, ciao Leute!